ist das allerletzte. Wisst ihr, ich zahle gutes Geld für diesen Tennisunterricht und habe gedacht, Mensch, jetzt können wir was lernen und können vielleicht ein bisschen abnehmen dabei. Ich brauche ja nicht abnehmen, nimm du doch ab. Was? Du musst abnehmen, guck dich doch mal an. Wer von uns beiden muss abnehmen? Ihr seid all zwar beschädigt. Jetzt ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich ruf mir selbst eins. Kannst du ja nicht, weil ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja nicht, hast du ja nicht. Führst dich hier auf. Spiel jetzt. Das Spiel heißt übrigens Tennis und nicht Busenball. Zack jetzt. Au. Los. Ich weiß, wo du deine Tennisbälle versteckst. Was? Also, das reicht mir jetzt. Woher weißt du das? Das kannst du ja nicht wissen. Hab ich doch gesagt, dass ich das wusste. Wollen wir uns wieder vertragen? Oh ja! Aua! Aua, meine Titten! Aua! Die sind total beschädigt. Los jetzt, wir gehen zur Eisdiele. Ich will einen Obstbecher. Ich auch, aber mit Schlagsahne. Also, jetzt, wo ich Boss bin, auf unserer Etage im Bürohaus, ist viel mehr Freude und Trubel und alles ist so wunderschön hier. Und jetzt sind so ein paar Spießer, die sagen, ich benehme mich nicht richtig und werde frech mit denen, die mir untergeben sind. Aber gucken Sie mal, wie das bei uns abläuft. Ist doch richtig toll. Guten Morgen. Hallo, Eduard. Was tippst du denn da, Feinet, hä? Hallo, kann ich eine Flasche Wasser haben? Na klar kannst du eine Flasche Wasser haben. Na komm schon, hol sie dir. Na los, jawoll. Hey, schöner Festapo. Hey, und wir sind mir so ein Napfkuchen hier, wa? Oh, na der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen. Oh, geil! Jawohl. Hallo, Leute, na? Hosenkontrolle. Hallo, können Sie mal unterschreiben? Klar kann ich den unterschreiben. Hey, du bist doch der Neue, wa? Vom Packraum. Ja. Na? Gefällt dir die Arbeit hier in der Firma? Wenn du deine Karten richtig spielst, kannst du bei mir aufsteigen. Jawohl, so läuft es. Ist doch toll, wa? Auf meiner Etage sind alle glücklich. Also, weil ich als Boss immer cool sein wollte, habe ich gesagt, dass Unterwäsche tragen freiwillig ist. Aber das habe ich mir seitdem anders überlegt. Kicken Sie sich mal an, weswegen. Können Sie vielleicht selbst erkennen. Also Leute, was machen wir jetzt heute Nachmittag mit dem Programm? Also, ich habe alle möglichen Ideen, also ganz ausgezeichnet. Ja, und ich auch. Kicken Sie mal, komm mal. Oh ja. Also wisst ihr was, Leutchen? Ihr müsst euch ein bisschen mehr rasieren. Das sieht scheußlich aus. Raus hier. Alle Beete. Hallo, ich habe hier neue Papiere. Ich brauche eine neue Arbeit. Hallo, ich hab Ideen. Ich tue es auf deinen Tisch. Hallo, hast du schon von meinem Wochenende gehört? Oh. Neue Regeln. Keine Eier mehr auf dem Konferenztisch. Emma Wanst, 44, aus Oranienburg, wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernis
Hauses verhaftet. Laut Augenzeugenberichten rannte die betrunkene Wanst gekleidet in einem Kuhkostüm Kindern hinterher, schmiss mit Müllcontainern und brachte den Straßenverkehr zum Stillstand. Nun sag mal, was hast du dir denn da jetzt wieder verzapft? Ich wusste, dass du mir in deine Schuhe schieben wolltest. Nee, aber du, der Name Wanst, den hast du da wohl zurecht, wa? Also Wanst, Emma? Ja, und Emma auch. Emma Wanst. Finde ich ganz gut für eine Kuh. Ja, aber guck doch mal. Wenn du schon mal die Wahl hast, ein Kuhkostüm... Was für eine Wahl? Na, so ein Kuhkostüm zu kaufen. Von was redest du denn? Als ob sich jeder ein Kuhkostüm kaufen würde. Na, ich zum Beispiel würde mir ein lila Kuhkostüm kaufen. Das ist doch für glückliche Kühe so. Wisst ihr doch, wa? Schokolade. Wir sind gleich wieder da mit einem Bericht von Sarah Palin in nackigem U-Bahn-Schacht. Hier ist mal jetzt eine ganz andere Geschichte, und zwar geht es jetzt um Fettwänste. Warte, ich sage jetzt, erzähle die Geschichte von den Fettwänsten. Also jetzt erstmal ruhig, ja? Also, jetzt ist eine neue Studie rausgekommen, wo beschlossen wurde, dass eben fette Leute dafür verantwortlich sind, dass die Ozonschicht verschwindet. Oh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Nee, aber jetzt hört mal zu. Das ist deswegen, weil die mehr essen und dann so diese große Essensproduktion und dann wiegen die mehr und dann forzen sie mehr und alles ist mehr und... Also wisst ihr was? Ich finde das gar nicht gut. Jetzt kann ich nicht mal fressen, was ich will. Ich esse, was ich will, verdammt nochmal. Ja, und dann kommen vielleicht noch Hippies an die Rand, wa? Und schmeißen kleine Kinder die Eistüte aus der Hand. Das hat mir gerade noch gefehlt, dass es jetzt immer wärmer wird. Ach, und im Sommer, da wird es jetzt richtig stinkig heiß. Schluss da damit, fresst ein bisschen weniger, dass die Temperatur nicht weiter steigt. Mir reicht es. Ich hab keine Lust, mich nach so einem Scheiß zu richten. Bescheuerte Regel. Wir kommen gleich wieder mit den neuesten Nachrichten von Amy Winehouse und ihre Saufkur. Das sieht aber nicht mehr gut aus. Ach du mein Güte, sieht der das aus. Das ist ja nicht mehr appetitlich. Eine 22-jährige Frau in New Jersey alarmierte die Polizei, als sie spät abends einen exzentrischen alten Mann im Vorgarten ihres Mietshauses herumirren sah. Die junge Frau hatte keine Ahnung, dass es sich hierbei um Bob Dylan handelte. Der sieht aus wie ein Obdachloser! Und dann nützen dir die ganzen Millionen nix, wie Zac Efron. Computer-Zeitraff-Programm als alter Mann dargestellt. Die Kappe passt perfekt. Hey, Bob Dylan, der kommt jetzt mit ne Weihnachts-CD raus. Stell dir doch mal vor, wie sich das anhören muss. Danke, dass du uns sagst, wo man lachen muss. Dazu kann ich nur eins sagen. Menschenskind. Mit Multiplatin-LPs und als Musiklegende kann der Typ nicht mal ein Bad nehmen. Stattdessen geistert er in der Gegend rum und sieht aus, als bräuchte er dringend eine warme Suppe. TikTok. Dass eine 22-jährige Frau keine Ahnung hat, wer Bob Dylan ist, kann man sehr verstehen. Die kennt vielleicht gerade mal Matt Dylan. Also so witzig ist es auch wieder nicht. Müssen wir mal irgendwie Deodorant anbieten. Den kann ich mir vorstellen, dass sie den mit den Obdachlosen verwechselt haben.